kommst du jetzt von außen, glaube ich, gerne hier so ran. Oder rin, besser gesagt, ne? Junior. Eigentlich nicht, oder? Er ist Junior. Was ist das denn? Okay. Konntest du jetzt nicht erkennen, irgendwie. Wahrscheinlich ein Sprengsatz oder irgendwas. Los! Los! Ach, das war die Zündspule von dem Motor. Ah, so. Wichser. Ja, das muss doch so richtig Spaß machen, so ein Rosschen Dampfer barfuß rumzuklettern, Alter. Tetanus, juhe. Merde. Ja, Merde. So ist Meoni Ula. Oh mein Gott. Nö, echt nicht. Los, beweg dich. Okay, also wir sind immer noch Conrad. Okay. Der ist schon davor so performte. Was? Der ist sexy? Kann ich das nehmen? Hey! Nimm kein böse Klemmbrett. Könnte ich schon. Könnte ich schon. Er kann sie nicht. Das ist ja keine Waffe. Doch nicht die Skills für den Quicktime. Das kommt Ding dazu. Ist eine schwimmende Todesfalle. Ja, davon kannst du aber aussehen. Das ist eine schwimmende Blutvergiftung. Für dich barfuß mal gesehen. Ist ja eigentlich vorhin immer aufgefallen, dass der Kurator eventuell in seinem Spruch da mehrere Hinweise gegeben hat? Ja, aber Schriftrolle im Auge und es ist nicht alles Gold, was glänzt, oder? Ja, was gleist. Das, naja. Ich weiß nicht, ob das ein Übersetzungsfehler war oder ob das Absicht ist. Ja, das kann schon Absicht sein. Irgendwie, ich dachte, das vielleicht einfach so ist. Bitte? Okay. Auf sowas hier hätte ich gern verzichtet. Irgendetwas stimmt hier überhaupt nicht. Wir stehen echt alle Haare zu Berge. Ja, ja. Wieder rein. Los. The Mask. Krass. Ist ganz schön duster, Leute. Ich hoffe, für euch geht das. Kannst du ja nichts anklicken, also nichts angucken? Ist jetzt nichts aufgeploppt irgendwie. Kann ich ja auch gucken? Was schaust du hier? Gibt's hier was Tolles? Gut, geh ich halt weiter. Oh, Scheiße! Was? Was war das? Eine Ratte. Okay. Wir laufen hier so wie die Lämmer, ey. Weil man sieht ja auch nichts. Da vorne ist irgendwer. Sind das von uns die Leute jetzt da? Ja, ja, ja. Okay, ihr alle. In den Raum. In den Raum. Ja, das ist natürlich noch geiler, hier auf so einem Terrordampfer hier eingesperrt zu werden, ey. Ach du Schande, ey. Das ist aber freundlich. Ja, netter Entführer, wa? Jetzt das Stockholm-Syndrom jetzt schon bei dir los, oder was? Da kommt eine Taschenlampe zu bekommen, ist ja schon mal was Schönes. Ah, ja, nette Typen. Einfach nette Typen. Sympathisch. Wo zur Hölle sind wir denn hier? Na? Na, ein verlassenes Schiff? Zuversichtlich. Nach unseren Beobachtungen ist dies eine Art Schiff. Und noch dazu ein verlassenes. Daher würde ich mal vermuten, dass es irgendeine Art verlassenes Schiff ist. Denkst du, das Schiff ist die Mannschaft? Großartig.
Wir sind in der Nähe dieser Koordinaten. Sitzen wir nicht einfach rum. Wir brauchen einen Plan. Wir sind nicht unbedingt in der besten Position, um irgendetwas zu tun. Aber mach trotzdem Plan. Wenn ihre Aufmerksamkeit nachlässt, nutzen wir die Chance und verschwinden von hier. Einen nach dem anderen ausschalten. Bin ich schon verletzt. Es ist gefährlich hier. Nein, wir sind hier, wir geben sowas nicht zu. Wir sind hier Conrad, verstehst du? Ja, Mann, dem rostigen Kahn fehlt eine Tetanusspritze zum Ozeanboden. Ja. Wir haben schon versucht zu fliehen. Das ging nicht wirklich gut. Einen fashion Knoten gemacht. Zurück zum Boot und Brad finden. Was ist mit ihm? Keine Ahnung. Ein Scary Movie. Sie haben unsere Verteilerkappe. Ohne die kommen wir nirgendwo hin. Sieht das gay aus? Ne? Hoffnungsvoll, können wir es kurz schließen? Warum schließen wir ihn nicht kurz oder so? Verteilerkappen kann man nicht überbrücken, okay? Diese Arschlöcher wissen genau, was sie tun. Diese im Maschinenraum, vielleicht hat sich Brad da versteckt. Was sie auch meinen, auf diesem also bei unserem kleinen finden, Maschinenraum. Sollten wir die Chance nutzen und nach einem Weg hier raussuchen? Fliss, ich wollte nur sagen, dass das vorhin war wohl ein Missverständnis. Komm, bitte, shut the fuck up, Alter. Ich bin wohl also vielleicht etwas vorschnell zu dem Schluss gekommen, dass du irgendeine Art Abmachung mit diesen Typen hattest, aber ich meine, das stimmt ja eindeutig nicht. Die sind ja genauso fies zu dir wie zu uns, also, ja. Wie kam er denn überhaupt auf diese Theorie? Er sagt Entschuldigung. Nun, ich... deine Entschuldigung ist akzeptiert. Tatsächlich, glaube ich, Alex, cool. Alex, der Stumpfe der Gruppe. Cool. Aber du bist ja auch hier. Die waren ja auch viel zu dir. Ich kam mir auch gar nicht so... Er hatte ja die Theorie von wegen, dass sie ja unter einer Schnecke stecken, weil sie ja nicht geschlagen wurde. Aber Julia wurde ja auch nicht geschlagen. Die haben ja gar keine Frau geschlagen. Die haben nur Conrad geschlagen. Was ist hier passiert? Ja. So, drehen wir um das Ding. American Oversea. Bandenmord. Mord von 1947. Archäologen im Irak vermisst. 24 britische Archäologen sind im... Halt doch mal, shut the fuck up, mein Freund, ihr könnt jetzt hier nicht lesen. 24 britische Archäologen sind im Zagros-Gebirge im Irak verschwunden. Die Hatchens-Expedition traf letzten September in dem Königreich ein. In dem Königreich? Was? Und war nach eigenen Angaben den Relikten. Okay, gut, wahrscheinlich ist der Text halt einfach unlesbar und deswegen stammelt er rum. Oder habe ich mich verlesen? Ich weiß es gerade nicht. Wir werden ja fahren. So, okay, was haben wir denn da? Hier einfach vorne, hier blinkt noch was? Ja. Oh, eine Brille. Ja, eine Brille. Echt unheimlich. Ja, das ist eine schöne Nickebrille. Wunderbar, die legen wir wieder hin. Die ist ganz toll. Der Kaffee sieht auch noch ganz gut aus. So, wo lümmelst du hier rum? Oh, da ist ein Bild. Da ist ein Bild. Da ist ein Bild. Das ist ein Bild. Okay, okay, okay. I do. Aber ich stelle mir erstmal einen Meter neben das Bild. So, okay. Warum das wohl abgerissen wurde? Titel ist durchgekratzt. Oh. Ein Hundi. Was wurde denn da abgerissen? Na, also der Titel wurde zerkratzt. Irgendwie. Okay. Was steht da an der Seite? Ship? Ach, das Tschüss-Maskottchen ist das. Hm. Ah, okay. Cool, cool. Und da unten steht SS. Was ist da unten SS? Oh, stimmt. Wahrscheinlich also der Name des Schiffes, ne? Die SS Leberwurst. Was weiß der Geier? Alex, ich hab echt Angst. Ja, das haben wir alle. Fräulein J. Rivera. Apartment 2275 Lockwood Drive. Crescent Springs. Cincinnati, Kentucky 41027. Hallo, meine Süße. Ich vermisse dich so sehr. Noch 3 Monate bis zu meinem nächsten Urlaub und dann schließe ich dich in meine Arme. 3 Monate. Ich hatte mit den anderen Jungs Landgang. Wir haben ein paar Bier getrunken. Aber keine Sorge, ich bewahre mir alles für dich auf. Wenn du verstehst, was ich meine. Wie ist die Arbeit? Ich hoffe, dein Chef lässt dich in Ruhe. Ich weiß, du kannst auf dich aufpassen, aber ich fühle mich hilflos, weil ich so weit weg bin und dich nicht beschützen kann. Tja, dankeschön. Was hat uns das jetzt gebracht? Nichts. Nichts mit Ü. Es sind einfach
Weitere Informations. Ja, das ist einfach, um die Story weiter zu verdichten. So, ich könnte auch noch mal, kurz ahnen. Was ist los? So. Ich genieße nur die Vorzüge unserer Kreuzfahrt. Ich habe einen Brief gefunden. So ein Typ hat seiner Freundin was über all die Geister auf dem Schiff geschrieben. Was? Geister? Hä? Was? So, bitte? Skeptisch. Dieser Typ war bestimmt nur zu lange von seiner Süßen weg und hatte einen Lagerkoller. Mann, da würde ich sicher auch Gespenster sehen. Haben wir? Wir haben doch jetzt ja nichts gefunden. Nee. Wenn ich nur deswegen wünsche, wundere ich mich ja. Fischer wollen. Wen juckt's, was die wollen? Wen juckt's, was die wollen? Ich will, dass sie für all das bezahlen. Klar, aber zuerst müssen wir mal hier raus. Also, was tun wir? Ha, wir wollten ein Abenteuer, oder? Wir wollten doch ein Abenteuer. Knappe Kiste gerade. Besser als das hier geht's doch. Ja, ich musste gerade kurz überlegen. Spielst du jetzt den Helden? Für dich spiele ich alles. Ist vermerkt. Und wir kriegen es auf die Uhr, bis spät dran. Kriegen wir nichts gebacken. Wir müssen uns umsehen und nach einem Ausweg suchen. Ist noch was vor? Okay, klar. Bis später. Okay, klar. Bis später. Ja, ich gehe jetzt noch eine Runde spazieren. So, vielleicht finden wir hier noch. Vielleicht finden wir noch diese besagten Briefe. Da hängt ja irgendwo. Mann, ist das so fucking duster. Ah, guck mal, hier finden wir einen Ausgang eventuell, oder was? Ah, ein Lüftungsgitter. Aber bevor wir jetzt da durchgehen und wieder auf so ein Point of No Return gehen, gehen wir nochmal kurz zurück. Zurück? Hey, guck, was ich gefunden habe. Wenn du überhaupt noch kannst. Ja, geh mal nochmal zurück. Okay, A drücken. Genau. Nee. Richtung an dem Tisch hier vorbei. Und ich glaube, dass da hinten, da gibt's noch irgendwo was. Da kannst du noch weiter latschen, oder? Kannst du noch weiter geradeaus da irgendwie in die Richtung? Nee, das bist du nicht. Ein Waschbecken oder irgend sowas? Ja, da waren wir ja gerade. Das war das Ding mit der Brille. Hier ist die Brille. Da waren wir, glaube ich, noch nicht. Das, hier doch, klar. Das ist doch das, was ich vorgelesen habe. Ey, meine Süße. War das nicht... Achso, wir waren bei der Tür noch gar nicht. Okay, deswegen. Genau. Und was ist hier vorne gewesen? Hier vorne war auch noch was neben dem Stuhl. Können wir uns hinsetzen? Achso, nee, das ist hier, der Schreiben hier vorne. Achso. Nee, ich dachte, wir könnten da hinten nämlich noch langlaufen, hätte ich jetzt gedacht. Aber wenn du sagst, da ist das Fool, dann ist Fool. So geil. Prisonnier? Schön. On est en prison? Charme. On sera bientôt riche si vous la fermez. Et si vous faites ce que je vous dis de faire. Il y a quelque chose qui cloche ici. Also, man muss, ne, wir müssen jetzt aufpassen, irgendwie Glory verspielen, ansonsten ein gewisses Zeitfenster kann es sein. Oh, keine Ahnung. Also nicht, dass sie jetzt gleich reinkommen und sagen, Du kommst damit in die Maschinenraum. Die gehen nicht auf. Hey. Hierher. Hey, kommt mal alle zusammen hierher. Vielleicht können wir ihn aufbiegen und abhauen. Wie wär's mit Aufschrauben? Wir wissen nicht, wohin Womit? Dieser Schacht führt. Nimm die scheiß Brille, die wir vorhin gefunden haben. Finden wir es raus. Kann nur besser werden. Na, dann finden wir es doch mal raus. Dann finden wir es doch raus. Soll ich ein Loch in die Wand schlagen? Oh ja, klar. Starker Mann, zeig's uns. Wir brauchen eine Ablenkung. Das wird laut. Ja, okay. Conrad, du machst das. Ja, da wird wohl irgendjemand gleich wieder auf die Fresse kriegen, glaube ich. Und? Versperren. Komm, wir versperren das Ganze mal. Machen heute mal, versuchen mal ein bisschen. Ein bisschen mit Kopf. Und nicht ohne. Ja. Hey,
Kriegt er den Tisch auch noch weggeschoben oder stellt er sich einfach nur so an? Oh, Quicktime, Quicktime, XXXXX für dich, Viereck, 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 Viereck. Für mich Viereck ist auch schön. Ja, ich kann die PlayStation-Dings nicht sagen. Deswegen. Dann sagen wir immer die PlayStation-Dinger. Dann können wir es vielleicht schaffen. Okay. Schieben. Wir opfern uns. Für die Truppe. Für Team, Alter. Für Team. Komm, Junge. Renn, Conny. Oder? Ja, das sieht keiner jetzt. Macht das Chess. Oh. X. Na! Alter. Das ist ja zum Glück wie ein Charakter. Wir müssen Fliss holen. Sie wurde wegen mir geschnappt. Niemals. Keine Heldentat. Wir müssen schnellstens ganz weit weg. Scheiße. Du hast recht. Du hast recht. Der Blick ist aber gerade ganz Blick schön. War finster, wa? Irgendwie. Aber ich muss Conrad ein bisschen in Schutz nehmen. Es ist nicht seine Schuld, dass Fliss jetzt bei denen ist. Ja. Da gibt's andere Leute, die. Oh, komm, Alter. Ja, so, ja, dazu möchten wir auch gerne sagen, irgendwie, ich möchte jetzt nicht rumdissen, aber Benny, möchtest du übernehmen? An die gesamte Mannschaft, Regel zum Extrawachdienst. Aufgrund der Spezialsicherheitsvorkehrungen für diese Mission müssen diese Zusatzabläufe von Soldaten im Wachdienst befolgt werden. Doppelte Wachtposten an allen Türen und auf Rundgängen. Keine Gespräche, keine Ablenkungen, keine Zigaretten, kein Alkohol, keine Spiele. Wachen, die diese Regel missachten, müssen mit strengster Bestrafung rechnen, bis zur und inklusive der Anklage vor dem Militärgericht. Auf Anordnung von Captain Ford. Leute, niemand betritt 3A. Ganz ernsthaft, niemand. Oh, 3A. Klare Ansage, klare Ansage. So, lass uns 3A finden. Hey Leute, wo seid ihr alle? Warum sind die schon wieder weggerannt? Die sind alle schon wieder weg. Was ist hier los? Was ist das? Kannst du da reingucken? Das ist so geil, Alter. Alle verpissen sich und er macht hier erstmal eine Rundschau. Oh, was haben wir hier? Oh, Klamotten. Können wir uns verkleiden? Da. Möchten wir uns verkleiden? Naja, vielleicht mal irgendwie. Und dann waren da noch geheimnisvolle Stinkesocken und Boxershorts. Achso, sind. Ja, tatsächlich, ich würde mir mal über die Füße ziehen hier. Tatsächlich. Oh ja, das wäre, ja. Das wäre Ratsa. Ah, scheiß Ratte. Okay. So, was haben wir denn hier? Noch mehr dreckige Unterwäsche. Schön. Ganz toll. Und? Nicht. Schade. Das ist nichts weiter. Schade. So. Ich würde ja gerne irgendwas mitnehmen, was ich als Waffe nutzen kann. Ich meine, die Taschenlampe kannst du ja auch als Waffe nutzen, so ist ja nicht, aber. Trotzdem. Ja. Irgend so ein Rohr oder so? Werkzeug? Irgendwas? Ja, das. Ja, wahrscheinlich. Es wäre cool, wenn wir sowas hätten, aber. Ich hab nur schmutzige Boxershorts und. Oh! Wer hat uns denn da angelächelt, fuck, an der rechten Seite? Das war immer fies. Das war ja mal richtig fies, Alter. Ich will nur wissen, wo zur Hölle alle sind. Hier müssten Dutzende Leute an Bord sein. Hunderte. Wie konnten die alle verschwinden? Und ihr Zeug ist noch hier. Das stimmt. Okay. Tür mit der Tür so zusammen. Wo ist der Sie sind hier, Pfeil? Tja, ist der Maschinenraum, da ist der Laderaum. Achso, ich schreibe mal 3A auf, ne? Da wollten wir rein. Genau.
3a. Oh. Was ist hier los? Ist was abgefallen? Oh. Das war's? Ah, überall ist dieser Nebel. Oh, überall ist dieser Nebel. Und wir wissen aber, dass der nicht gut ist. So, okay. Links oder rechts? Gott, ich frag mich, ob Fliss okay ist. Was machen Sie wohl mit ihr? Ich würde jetzt rechts. Du machst dich bloß verrückt. Hoff einfach das Beste, okay? Oh, hörst du das? Wenn du dieses schreckliche Geräusch meinst? Das Ding ist verdammt riesig. Ist halt ein Kriegsschiff. Ja, ich wollte gerade sagen, Alter. Also. Aber du kannst wieder. Ist Alex da hinten, ne, oder? Ja. Ich kann es wirklich nur wiederholen. Also die Grafik ist wirklich krass. Die Grafik ist wirklich, wirklich krass. Ich würde hier vorne nochmal gerne mal in eine Nische nochmal schauen. Ja, ja. Geh doch mal weg hier. Schwester. So, leider war hier nichts. Ich würde gerne von vorhin noch wissen, wer da stand. Ja, das ist krass, ne? Also das hat mich auch ganz schön gekriegt. Wisst ihr nicht, war das eine Frau? Mir kam es so vor wie eine Frau. Für mich sah es auch aus wie ein bisschen so wie krankenschwestermäßig, so ja, gekleidet. Ja, genau. Oh, hier. It's a book. A book of love. It's the book. It's the book. Oder auch nicht. Ist einfach nur irgendwie, okay. Wird, aber. Achso. 19. Juni. Habe im Frachtraum 1 einige Bereiche identifiziert, die strukturelle Schwächen und Risse aufweisen. Habe unseren Schiffsbauer angewiesen, die nötigen Reparaturarbeiten durchzuführen. Ich habe den Captain geraten, bei der Heimreise Vorsicht walten zu lassen, insbesondere bei schlechtem Wetter. Zu große Belastungen können leicht einen Kehlbruch verursachen. 20. Juni. Es gab Beschwerden über Fehlfunktionen der elektronischen Ausrüstung. Bei der Überprüfung der Ausrüstung habe ich Zinn-Wisker-Bildung an mehreren Komponenten festgestellt. Ich habe die Geräte gereinigt und die Lötverbindungen mit Blei repariert. Dies hat die Kurzschlüsse behoben und sollte die Whiskerbildung verlangsamen. Okay. Scotty hat mal ein kleines Tagebuch geschrieben. So, Whiskerbildung habe ich noch nie gehört. Ist es nicht sowas wie korrodieren? Also sprich, wenn es dann... Ja, wahrscheinlich irgendwie, ne? Dass ich dann da irgendwie so ein Material bildet irgendwie, was halt zu Kurzschlüssen führt, wie schon gerade, muss ich ja jetzt nicht wiederholen. So, bitte geh nochmal zurück und lies es nochmal vor. Ja. So, warte mal, hier vorne. Oh nein, was hier hat doch irgendwas hier blinkt. War das nicht am Tisch? Da ist was. Ist das Kaugummi? Ich in den Und im Mund stecken. Welche im Knabbern. Ja, das fand er jetzt so catchy, dass er jetzt den Rattenkopf. So. Und was haben wir hier? Wir haben anscheinend viele Bücher. Viele Tagebücher. Ich muss auch jedes Mal die Taschenlampe weglegen dazu. Ja, klar. Es ist halt Conrad. Ist halt Conny. Donnerstag, der 12. Der Captain hat den Alkohol für die ganze verdammte Reise verboten. Es gibt kaum etwas, was einen so sehr die Stille in diesem Schiff hören lässt, wie kein Alkohol. Die beiden Blödmänner Wilson und Anderson haben sich direkt nach dem Ablegen in die Wolle gekriegt. Aber der alte Ferris hat das ganz schnell beendet und seitdem ist es hier so ruhig wie in einem Gotteshaus. Hab mit einem Kerl gequatscht, der beim Einladen der Fracht geholfen hat. Und der hat mir erzählt, dass das, was er eingeladen hat, Särge waren. Vielleicht nichts Ungewöhnliches, aber er meinte, er war so ein Kerl und der hatte ganz genau aufgepasst, wie die Särge in einen der Frachträume gebracht wurden. Extrem genau. So eine Behandlung bekommt nicht jedes normale Frauenschein. Also habe ich überlegt, wer wohl in den Kisten steckt. Freitag, der 13. Paris behauptet, einer der Jungs hätte aus geklautem Proviant irgendeinen Fusel zusammengebraut.
Wir treffen uns nachher im Frachtraum, um ihn zu probieren. Der Alkohol war ein Reinfall. Paris meinte, nach 4 Tassen hätte er sich beschwipst gefühlt, aber ich finde, er hat nur Blödsinn verzapft. Das war alles, aber kein Sprit. Samstag, der 14. Hab gehört, einer der Jungs hat sich da reingeschlichen, wo die Kisten stehen. Werde mal mit ihm reden und rausfinden, was er gesehen hat. Vielleicht sagt er mir sogar, wie ich reinkomme. Der Plan steht. Er meint, er kann mich reinschmuggeln. Wir sehen uns heute Nacht. Wir sehen sie uns heute Nacht an. So, pack's weg. Nimm die Taschenlampe. So, haben wir denn hier vorne noch? Guck mal, da unten sind Schuhe. Nimm Schuhe, Alter. Nimm Schuhe. Es ist doch bestimmt deine Größe. Und selbst wenn sie nicht wären, einfach, einfach anziehen. Oh, krass. Mann, 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 Alter. Ein Bild. Oh. Ein Bild? Okay. Alex wird geschlagen. Oh, scheiße. Alex lassen wir zurück. Anscheinend. Bei irgendeiner Sache. Ja. Wahrscheinlich Quick-Term-Event, was wir verkacken oder so. Wird die ganze, das wird... Das ist so schön. Es wird mich verfolgen, wahrscheinlich. Das wird mich verfolgen. Wo geht's denn hier lang? Hallo? Oh. Warum ist denn Alex jetzt mit uns hier? Und wo ist Julia? Wahrscheinlich sind die... Ach da. Okay, Julia ist da vorne. Ja, mach die Taschenlampe aus, Mann. Mach die Taschenlampe aus! Das ist Conrad. Der ist nicht so clever. Oh. Eine Verteilerkappe. Okay. Aber das ist eine Falle, Alter. Die läuft da noch nie hin und stellt die einfach ab. Also. Ja, stimmt, wir haben ja. Fitz haben wir verloren. Aktuell noch. Hm. Können wir sie uns schnappen? Wir müssen aufpassen. Wir müssen aufpassen. Vielleicht eine Falle. Ja. Tja, ich schätze, das ist keine gute Idee, was? Ja, Mann, ist es nicht wert. Ja, außer du kriegst es hin, dass du ihn ablenkst. Dann könnte es was werden. Ok. Qui est là? Eh? Je vous ai entendu. Qui est là? C'est sein enger Kumpel ist da. Arrête de crier, j'essaie d'entendre ce qui se passe. Je crie pas. Ta gueule. Je veux savoir où sont les autres. Fliegen avec ça. Klimper, 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 ey.